Wir starten erstmal mit einem schönen Warm-up. Lass uns mal tief einatmen. Und aus. Tief ein. Wie du siehst, habe ich den Step und habe ich die Freude, hier richtig zu schwitzen. Und ich werde auch schwitzen. Ja, auf jeden Fall. Die Lara macht ohne Step mit, also du hast die Wahl. Nochmal tief einatmen. Und Achtung, tap mal front. Einfach nur rechts und links. Wir machen Spiegel verkehrt, also wir sind dein Spiegelbild. Ganz easy, von rechts nach links, einfach tap, entweder front oder auf den Step. Nimm mal die Arme mit, einfach vor und zurück schwingen. Es ist so schön, mal wieder hier zu sein. Wirklich, so lange ist es her. Ja, und Wahnsinn, jetzt mal wieder Jahre. Sowieso zurück in München. Die Zeit rennt, Leute, ja. Nutzt jede Sekunde. Nimm mal die Arme richtig schön nach oben, lang, ein bisschen größer. Es wird nicht super kompliziert, aber doch ein bisschen schweißtreibend. Hopp, hopp. Wunderbar, bleib dabei. Noch 8, 7, 6, 5. Die letzten 4, 3. Jetzt wird es gleich schon ein bisschen tricky, denn wir machen einen lockeren Tap-Up. Tap-Up. Wunderbar. Ganzer Fuß aufs Brett und dann richtig schön tap. Und natürlich für den Boden gilt auch der ganze Fuß schön auf den Boden absetzen und tap hinten an der Ferse. Ja, du kannst ja auch richtig schön Platz machen, wie die Lara, weil jetzt hast du natürlich nicht das Brett vor dir und du bist nicht limitiert. Falls du das Brett hast, richtig schön drauf, auf und ab. Tap up und Fußwechsel. Schön. Noch 4, 3, 2. Achtung, gib mir mal Knee Lift. Einfach mal nur Knee Lift. Vor. Sehr gut. Erstmal die Füße koordinieren, bevor wir die Arme machen, weil. Nein, nein, du darfst die Arme gerne mitnehmen. So wie es dir gefällt. Aber wichtig ist, dass die Füße erstmal das machen, was wir wollen. Und danach nehmen wir die Arme mit. Und falls du nachher auch merken solltest, es ist alles ein bisschen tricky, dann konzentriere dich auf die Füße. Achtung, nimm mal den Ellenbogen mit Richtung Knie. Hopp. Einmal nur schön die Lift. Perfekt. Ich habe schon gesagt, ich finde es eigentlich ganz gut, dass ich den Step habe. Sonst würde ich wieder so klein aussehen neben der Lara. Nur weil ich so ein Riese bin. Nein, riesig, riesig nicht. Ich bin ein bisschen klein. Also jeder, der mich in live trifft, sagt, ich habe gedacht, du wärst größer. Gib mir mal 3 Knee-Lifts. 3 Stück. 3, 2, 1. Perfekt. 3, 2. Super. Das ist der Repeater. Den brauchen wir. Hopp, hopp. Bleib dabei. Ich lieb's. Einfach mal mitmachen. Nicht nachdenken. Niki sagt so schön an. Einfach fließen lassen. Einfach nur folgen. Ja, voll. Mega. Ich werde es nachher auch genießen beim Pilates. Wunderbar. Nimm mal hier die Arme mit. Achtung. Arme hoch. Ja. Perfekt. Zack. Und da wird man, glaube ich, schon ein bisschen warm hier. Auch ganz ungewohnt den Step mal so rum. Gar nicht den Aufbau gemacht. Also schön vertikal heute. Genau. Schön durchatmen. Gib mir mal noch einen Repeater. Einen. 3, 2. Und dann Basic. Steig mal auf. Rechts. Und rechts. Einfach nur auf und ab. Oder eben am Boden. Vor und rück. Nimm mal die Arme mit. Atme mal tief ein und tief ein. Vier. Drei. Zwei. Und Achtung, tapp mal auf den Boden.
Marschier mal am Platz. Marschier. Hopp. Schön auf rechts. Nochmal. 4, 3, 2. Nochmal basic. Auf und ab. Da hat uns auch die Musik einen kleinen tricky gespielt, gell? War fies. Musik ist schuld. Nur die Musik ist schuld. Wir starten nochmal in 4, 3, Achtung. Tap, andere Seite, linker Fuß. Ja, links. Wunderbar. Auf und ab. 4, 3, 2. Achtung, nur nochmal Tap, Seitenwechsel. Tap. Ich glaube, das ist auch fiese auf dem Boden. Ja. Ohne ja, was. Tatsächlich. Teilweise, finde ich, ist es immer schwieriger, weil du musst immer mitdenken, welcher Fuß macht das denn gerade. Stimmt, ja. Achtung, nochmal Tap. Linker Fuß hoch. Links. Links. Perfekt. Hopp, hopp. Nimm auch mal die Arme mit. Komm hoch und tief. Hoch und tief. Perfekt. Achtung, Tap up. Tap up, rechter Fuß, linker Fuß. Rechter Fuß und linker Fuß. Noch 4, 3, 2. Achtung, komm mal an die Seite. Tap mal hier. Tap hier. Auf und ab. Jetzt nutzen wir richtig schön noch die Seite hier. 4, 3. Achtung, Knie ab. Linkes Knie ist auch gar nicht so leicht. Voll. Achtung. Setz dich mal hier, großer Schritt über den Step, tief ab. Juhu. Und der Combo. Pilates. Geschafft. Super. Okay, ich zeig dir die Variante ohne den Step. Wir treffen uns in einer Z-Position. Dein linkes Bein nimmst du vor. Bist du auf dem Step, dann streckst du dein rechtes Bein zur Seite. Hier drückst du die Fußinnenkante in den Boden, um dein Knie aufzuräumen und dein Bein schön zu strecken. Dann nimmst du mal die Fingerspitzen hinter die Ohren, Ellbogen schön zur Seite, öffne deinen Brustkorb. Bevor du startest, denk an dein Pilates-Powerhouse. Bedeutet, Rippenbögen zu, Bauch nach innen und du versuchst, in den Brustkorb ein- und auszuatmen, während dein Kraftgürtel aktiv bleibt. So, was wir machen, wir neigen uns nach links mit deiner Einatmung. Einatmen, ausatmen, kämpf dich wieder nach oben mit Hilfe deiner schrägen seitlichen Bauchmuskulatur. Atme ein und kämpf dich wieder hoch, atme aus, Schultern tief. Stapel beide Schultergelenke übereinander, Blick nach vorne. Super, atme ein und atme aus. Ja, im Pilates geht es immer darum, dass wir Atmung und Bewegung synchronisieren und dass wir die Zentrierung halten. Atme ein und atme aus. So, letztes Mal so. Und dann lass uns eine Bewegung dranhängen. Wir bleiben in dieser Lateralflexion, in der Seitneigung. Dann streckst du mal die Arme einfach zur Seite aus, bringst die Fingerspitzen wieder hinter die Ohren und dann kommst du wieder zurück in die Mitte. So, denk an die Atmung. Atme ein, Bauch nach innen, streck die Arme, atme aus. Ja, längerer Hebel wird ein bisschen schwieriger. Fingerspitzen hinter die Ohren und komm wieder zurück in die Mitte. Außer einer. Arme lang, Spannung bis in die Fingerspitzen. Und wieder einatmen und mit Hilfe deiner schrägen seitlichen Bauchmuskulatur kämpf dich wieder in die Mitte. Letzten zwei noch so. Ein und aus. Atme ein, Elbows nice and wide und komm wieder zurück in die Mitte. So, letztes Mal, aufgepasst, die Arme bleiben gestreckt und von hier gehst du in eine Spinal Rotation. Nimm den Blick nach unten, rotier. Nimm den Blick nach vorne, atme ein. Atme aus, twiste, massiere die Organe, die Bandscheiben, komm zurück in die Mitte, atme ein. Und je weiter du in den Sidebend oder hier in diese Seitneigung gehst, desto schwieriger wird es für deine schräge Bauchmuskulatur. Lass uns noch drei machen. Und einatmen, Blick vor, schenk uns ein Lächeln. Jawohl. Atme aus, Blick tief. Atme ein, Blick vor. Letztes Mal, atme aus. Und dann komm langsam zurück, kämpf dich wieder in die Mitte und löst die Arme. Super schön. Von hier drehst du dich einfach ins Profil. Das heißt, wir strecken beide Beine nach vorne aus, flex die Füße, Beine schulterbreit geöffnet. Nimm die Arme lang nach vorne, Daumen hoch und mit deiner Ausatmung kommst du in den Spinal Stretch. Mach dich rund, Arme ziehen nach vorne, Blick zum Bauch. Halte, atme ein
und atme aus, roll wieder Wirbel für Wirbel nach oben. Einatmen, die Scheitelkrone hilft dir beim Wachsen. Bleib dabei. Zieh die Arme vor, mach dich rund, Blick zum Bauchnabel, bring die Wirbelsäule in eine schöne C-Form, halte und mit der Ausatmung roll wieder Wirbel für Wirbel nach oben. Atme aus, Arme lang, Wirbelsäule rund, Schultern tief, vertief die Position, atme ein und atme aus, roll up. Lass uns noch zwei machen. Wenn du dich rundest, zieh so richtig schön die Schulterblätter auseinander. Atme ein, lass den Rücken ein bisschen breiter werden. Und atme aus, roll wieder nach oben. Letztes Mal, atme ein. Und jetzt zieh nach vorne. Flex nochmal die Füße. Ich weiß, es ist fies, aber halte hier die axiale Verlängerung und schenk auch der Wade mehr Länge. Und dann richte dich langsam wieder auf und bring entweder die Hände auf den Boden oder die Hände an den Step. Von hier kommst du einmal nach oben mit dem Becken, die Beine sind gebeugt. Wenn die Füße zu weit weg sind, hol die Füße ein bisschen ran, Fersen unter deinen Knien. Mit deiner nächsten Einatmung hebst du mal das rechte Bein Tabletop. Mit der Ausatmung stell ab. Einatmen, Tabletop, Unterschenkel parallel zum Boden. Ausatmen, Bauch nach innen. So, egal wo du bist, auf dem Step oder Hände auf dem Boden, schieb mal Step oder Boden mit den Händen von dir weg. Stell dir vor, da ist so ein Faden an deinem Brustbein befestigt, der dich einmal nach oben zieht. Schieb dich raus aus den Schultern. Wenn du dein Bein hebst, schau, dass dein Becken nicht kippt, sondern dass beide Hüftgelenke nebeneinander bleiben. Perfekt. Atme ein, lift und atme aus, stell ab. Jede Seite noch einmal. Atme ein, Popo fest und atme aus. Oh, gleichzeitig ein schöner Schulteröffner hier, während deine Körperrückseite arbeitet. Super. Und dann von hier setzt du einfach den Popo wieder ab, kommst so zurück, wie wir hergekommen sind. Also schwing einmal den Fuß über den Step oder komm hier zum Sitzen. Komm hoch zum Stehen, ganz elegant. Und dann freue ich mich schon auf die nächste Step-Runde. Marsch hier am Platz auf dem Step oder halt auf dem Boden. Wunderbar. So, willkommen auf dem Step. Jetzt geht es wieder um Cardio, wobei ich sagen muss, ich finde jetzt schon, ich schwitze schon wieder. Ja. Wie wild. Schweißperlen rennen runter. Ja. Und dann richtig schön dieses kurz ein bisschen runterkommen, aber trotzdem ja. Kraft. Marsch hier. So. Jetzt geht es aber wieder ans Schwitzen. 4, 3, Achtung, Tap rechts und links zur Seite. Rechts und links. Rechts und links. Perfekt. So, natürlich, wenn du mehr möchtest, kannst du auch beim nächsten Mal den Step noch ein bisschen höher stellen. Geht auch mit unseren Pilates-Übungen. Also, da hast du noch die Möglichkeit, ein bisschen zu steigern. Wenn du jetzt möchtest, kannst du noch ein bisschen mehr Energie reingeben. Das heißt, so einen kleinen Hüpfer einbauen. Kleinen Twist. Tap. Right. Left. Perfekt. Ich stimme mich schon ein bisschen ein für unseren Englischdreh quasi. Meine Ellenbogen zur Seite nehmen. Rechts und links. Zack. Perfekt. Achtung, langer Arm. Zack. Diagonal richtig schön ins Eck. Ah, ich liebe das, wirklich. Eigentlich komme ich ja aus dem Tanzen auch. Und ich liebe Pilates für die Kraft, für die Mitte. Aber ich liebe die Kombi aus Pilates, dann so ein bisschen das Tänzerische und Fitness. Ein super nice. Vor allem mit Fitness, gell? Das ist einfach Tanzen und Fitness. Ja. Aerobic. Ah, lieb. Achtung. 4, 3, 2. Marschier am Platz. Morsch. Easy. Nochmal kurz runterkommen. Wir starten jetzt gleich aufmarschieren, wieder zurückmarschieren. Für alle am Boden, breit und eng. Let's go. Breit und eng. Breit und eng. Da bleibe ich schon fast am Step hängen. Hey. Zack, zack. Tief, tief. Hopp, hopp. Und Achtung, komm mal tief. Tief. Ja. Bisschen Squat, Popo tief Richtung Boden, hopp, hopp. Perfekt, die letzte Runde, noch 4 Stück. 4, 3, 2, Marsch hier am Platz, auf links. Nochmal, breit und eng. Let's go. Breit
und eng. Das wollen wir natürlich auch auf der anderen Seite machen. Das Logo. Ist klar. Hopp, hopp. Zack, zack. Nochmal mit dem Popo ein bisschen tiefer. Da kommt auch das Schwäbisch ein bisschen raus. Hopp, hopp. Richtig schön tief mit dem Popo. Hopp, hopp. Wunderbar. Nochmal die letzten. 4, 3, 2. Achtung, marschier am Platz auf rechts. Rechts. Super. So, ein bisschen beide Seiten bearbeitet. Achtung, komm mal down. Tipp tief und hoch. Tief und hoch. Ja. Einfach hier mal auf und ab tappen. Step touch. Nehmen wir die Arme mit und zwar großer Kreis. Das ist Aerobic auf dem Step. Das ist ja auch Step Aerobic. Love it. Step Touch. Ich finde das geil. Wir haben uns überlegt, klappt das gut, ob mit und ohne Step, aber perfekt. Voll. Noch 8. Und auch Riesen. Anstrengend ohne Step. Sehr gut. Noch 4, 3, 2. Achtung, Double Step Touch, komm mal hier in die Seite. Double, Double, Top. Sehr gut. Tap, Tap. Nochmal Single, nur Single. Bam, bam. Komm mal über den Step, Achtung. Wieder großen Schritt und dann Pilates-Time! Teil 2. Wir setzen uns hin. Super. Wenn du mit mir bist, wieder Z-Position. Rechtes Bein vorne, linkes Bein hinten. Z-Position, wie der Name schon sagt. Wir formen so ein Z, so eine Art Z mit dem Bein. Wenn du mit der Niki auf dem Step sitzt, genau, dann streckst du dein linkes Bein in die Länge. Guck, dass wieder deine Fußinnenkante, deine linke Fußinnenkante kräftig in den Boden drückt. Ja, dass dein Knie nicht nach innen fällt, du dein Beinchen streckst. Okay, Fingerspitzen hinter die Ohren. Bevor du immer startest mit irgendeiner Pilates-Übung, denk an deine Mitte. Rippenbögen zu, unterste Rippe zieht Richtung Hüfte, Bauchnabel zu Wirbelsäule. Das heißt, wir wollen den Abstand zwischen Bauch- und Rückendecke verringern. Atmest in den Brustkorb ein. Zentrier dich, atme aus. Ready? Wir neigen den Oberkörper nach rechts. Atme ein. Und atme aus. Sehr schön. Einatmen. Öffne die linke Seite, während die rechte Seite kontrahiert und komm zurück in die Mitte. Atme ein. Und atme aus. Sehr schön. Mit Kontrolle. Ja, im Pilates arbeitest du immer mit sogenannten Prinzipien. Zwei davon haben wir schon genannt, nämlich Atmung und dein Powerhouse. Du arbeitest außerdem wirklich mit Kontrolle, mit Präzision. Das heißt, wir schauen, dass wir die Übung sauber ausführen. Schultern tief, Blick nach vorne. Nur der Oberkörper bewegt sich. Lass uns noch 2 so machen. Atme ein. So, die Arme sind hier gebeugt. Das heißt, der Hebel ist klein. Wir wollen so ein bisschen intensivieren. Wenn du bereit bist, bleib tief, streck die Arme mit der Atmung. Atme ein, streck die Arme zur Seite, atme aus. Beug Ellbogen zur Seite ein und komm wieder zurück in die Mitte, saug den Bauch nach innen. Halte die Spannung, bleib dabei. Ein und atme aus, verlängert. Zieh die Arme lang aus den Schultergelenken raus und beug und komm wieder zurück in die Mitte. Super, lass es fließen, atme. Und genieße. Sehr schön. Lass uns noch 2 machen. Ein. Atme aus. Atme ein. Und atme aus. So, mit der nächsten Runde bleiben wir in der Seitneigung der Wirbelsäule. Lass die Arme gestreckt. Wir twisten. Blick tief. Atme aus. Und atme ein. Blick nach vorne. Arme lang. Yes. Atme aus. Rotier. Und atme ein. Diese Spinal Twists sind echt so eine schöne Detox-Übung. Ja, wir bringen so richtig die Organe und die Bandscheiben aus, sodass sich alles wieder mit neuen Nährstoffen vollsaugen kann. Okay, letzten 2. Atme aus, Blick tief. Und atme einen Blick vor. Letztes Mal, wie so ein Flieger.
Und Blick nach vorne. Richte dich auf und löse. Ganz schön anstrengend. Puh. Von hier streck beide Beine nach vorne aus. Öffne ruhig die Beine schulterbreit. Flex die Füße. Komm, Spinal Stretch. Arme lang nach vorne. Atme ein auf den Sitzbeinhöckern. Und jetzt mach dich rund nach vorne. Atme aus. Halte die Rundung. Atme ein. Und jetzt Wirbel für Wirbel. Richte dich wieder auf. Einatmen, bereite dich vor, Schulterblätter in den unteren Rücken. Und ausatmen, zieh die Arme nach vorne, mach dich rund, so als würde dir jemand in den Bauch punchen. Halte, atme ein. Und atme aus, roll up. So, wir machen noch zwei so. Scheitelkrone hilft dir beim Wachsen. Atme aus, zieh vor, flex die Füße. Vertief mit der Einatmung. Mit der Ausatmung kommst du wieder hoch. Einatmen, drop your shoulders. Letztes Mal, genieß nochmal. Die Öffnung im Rücken, stretch in deiner Beinrückseite. Und roll langsam wieder Wirbel für Wirbel nach oben auf. Super. Löse einmal deine Arme, bring die Hände an den Step oder auf den Boden und heb dein Becken mit den Beinen nochmal gebeugt. So, von hier Fersen unter deine Knie. Wir machen eine kleine Variation. Schieb dich raus aus den Schultern. So, und jetzt hebst du mit deiner nächsten Einatmung dein rechtes Bein Tabletop. Und jetzt flex den Fuß, senk etwas ab. Gleich wieder heben. Atme ein Point. Atme aus, flex, senk ab. So, drittes und letztes Mal. Heb Tabletop, atme ein. Stell den Fuß ab. Atme aus, links. Versuch dein Bein im 90-Grad-Winkel zu halten. Atme ein. Flex, senk ab. Halte dein Becken stabil, Point Lift, Flex, senk ab, atme ein, Lift und stell ab. Nochmal rechts, komm, atme ein, Flex, senk ab, atme ein über die Nase, aus über den Mund, atme ein, stell ab, nochmal links. So, jetzt denk nochmal an den Faden, der an deinem Brustbein befestigt ist, der dich nach oben rauszieht. Schieb den Boden, den Step von dir weg mit den Händen. Fuß abstellen, Popo nochmal hoch, hoch, hoch. Knack die Nuss mit den Pobacken und dann langsam löse. Setz den Popo wieder ab und locker kurz die Schultern aus. Super gut, schön. Ha. Feels good. Ja, mega. Es war auch echt anstrengend gerade, muss ich sagen. Ja, also schwitze ganz schön. Ich auch. Aber echt guter Mix aus. Okay, Herzfrequenz ging mal hoch, man war außer Atem. Kraft in der Mitte. Ich liebe diese Reverse Plank für die Öffnung der Schultern. Öffnung. Auf jeden Fall. Ja, es war richtig schön. Vielen Dank dir. Ja, danke für die Einladung. Ja, schön, dass du da bist. Voll cool. Ja. Und schön, dass ihr mitgemacht habt.